Willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video geht es nur um Star Trails. Diese Bilder finde ich einfach faszinierend, wenn ich die immer mal wieder im Internet von bekannten Fotografen sehe, weil ich weiß, wie viel Zeit und Geduld und Wissen und Equipment in so einem Foto steckt. Wenn ihr dabei bleibt, zeige ich euch vom ersten bis zum letzten Schritt, wie ihr solche geilen Fotos selber erstellen könnt. Los geht's! Oh fuck, jetzt bin ich erstmal von der Wespe gestochen worden. Die war jetzt hier in meinem T-Shirt. Oh, oder es ist eine Biene. Der Stachel steckt noch in der Schulter. Scheiße. Den Stachel habe ich gerade rausgeholt, aber Spaß macht es nicht. Okay. Star Trail Fotos oder auch Milchstraßenfotos macht man gewöhnlich um die Zeit um Neumond herum. Warum Neumond? Weil wenn der Mond nicht zu sehen ist, ist der Himmel einfach noch dunkler. Ihr könnt die Sterne viel besser sehen und so auch viel besser aufnehmen. Es sollte auch wolkenklar sein, sternenklar, wolkenklar, und dann kriegt ihr wirklich die besten Ergebnisse. Also Faktor 1 ist die Zeit. Wann? Neumond. Einfach in den Kalender gucken. Faktor 2 ist die Location. Man kann zwar jetzt Star Trails Fotos machen, einfach nur vom Himmel, aber die wären ziemlich langweilig. Deswegen macht es echt Sinn, sich vielleicht bei Tag sich die Location auszusuchen, vielleicht auch wieder einen schönen Vordergrund ins Bild mit reinsetzen, dass das einfach viel, viel interessanter wirkt. Ich habe mir diese zusammengefallene Hütte hier am schönen Wörthsee in Bayern herausgesucht und diese Hütte will ich im Vordergrund haben. Und diese Strichspuren, die runden Strichspuren oben am Himmel sollen einfach rechts über der Hütte erscheinen. So stelle ich mir das Foto vor, deswegen bin ich jetzt hier. Und da greife ich schon auf mein allererstes Hilfsmittel, Faktor 3 zurück, Software bzw. eine Handy-App. Ich nutze die Fotopilz-App hier auf meinem iPhone. Die ist für die Nachtfotografie sehr, sehr hilfreich, weil ihr könnt jetzt zum Beispiel schon am Tag das Foto machen bzw. sehen und dann auch schauen, wo wird der Himmelsnordpol genau auf diesem Foto zu sehen sein. Und anhand von diesen Informationen weiß ich schon, wo ungefähr heute Nacht meine Kamera stehen wird und aus welchem Winkel ich nach oben fotografiere. Denn ich möchte ja unbedingt die Hütte als Vordergrund haben, die das Bild erst richtig interessant macht, wenn im Hintergrund diese schönen kreisrunden Star Trails zu sehen sind. Wenn die Zeit passt, die Location passt, dann geht es ans Equipment. Ihr braucht, um solche Fotos aufnehmen zu können, sehr lichtstarke Objektive. Das heißt, ein 2,8er ist Minimum oder ein 1,4er Objektiv. Ich habe zum Beispiel ein Sony 35mm 1,4 Objektiv. Ich muss gucken, ob das weitwinklig genug ist. Oder ich verwende einfach mein geliebtes Samyang 14mm mit einer 2,8er Blende. Und dann geht schon los an die Fotos. Ganz wichtig ist auch noch, ihr müsst für diese Fotos ein sehr, sehr stabiles Stativ verwenden. Denn der kleinste Wackler oder wenn sich der Stativkopf ganz leicht bewegt, macht schon das ganze Foto kaputt. Also ihr müsst euch vorstellen, die Kamera steht mindestens zweieinhalb Stunden auf einem Fleck und da darf sich nichts rühren. Ihr dürft nicht an die Kamera ran, die macht einfach kontinuierlich die 250, 300 Bilder. Und wie stellt ihr ein, dass ihr 270 Bilder macht, ohne die Kamera anfassen zu müssen? Also entweder ihr habt einen Fernauslöser, den ihr mit einem Kabel oder per Funk mit der Kamera verbindet, oder ihr verwendet die A7 III, die ich jetzt habe, oder die A7 R3, mit der müsst ihr auch gehen. Die haben einen eingebauten Intervalometer und ich zeige euch kurz, wie ich meine Kamera so einstelle, dass sie 270 Bilder am Stück aufnimmt. Jetzt zeige ich euch die Einstellungen, die ich dabei verwende. Ihr geht ins Kameramenü und dann auf Bild 4 und dann in die Intervall-Shooting-Funktion. Hier habe ich folgendes eingestellt. Nachher mache ich dann natürlich auf On und dann nach 3 Sekunden geht es los nach dem Auslösen. Shooting-Intervall ist nach 2 Sekunden, wird dann immer wieder ein neues Foto gemacht. Insgesamt habe ich jetzt mal 270 Bilder eingestellt. So sieht meine Bildkomposition aus, so werde ich es heute Nacht auch aufnehmen. Jetzt zu den weiteren Einstellungen. Wie gesagt, ihr macht eigentlich ein Testfoto und dann fasst ihr die Kamera nicht mehr an. Und bei dem Testfoto ist es unheimlich wichtig, dass ihr den Fokus manuell wählt. Sonst würde der Fokus vielleicht, wenn Flugzeuge vorbeifliegen, immer hin und her springen. Also Fokus auf manuell stellen, vorne an der Linse den Fokus manuell ziehen. Dabei schaut euch vielleicht einen Sternenspunkt an in der Sony A7 III. Könnt ihr direkt ranzoomen mit der einen Taste und da könnt ihr euch einen Stern aussuchen. Wenn er ganz klein erscheint, dann habt ihr richtig fokussiert. Nach dem manuellen Fokussieren stelle ich dann die Belichtungszeit ein. Um diese Sterne möglichst klar aufnehmen zu können,
und als wirkliche Punkte werde ich so circa 25 Sekunden wählen bei meinem 14mm Samyang Objektiv. Mit dem werde ich heute auch das Foto machen, da kriege ich richtig viel Nachthimmel drauf und auch diese Hütte im Vordergrund. ISO wird irgendwas zwischen 1600 und 2000 irgendwas liegen, ich glaube aber mit 1,6 liege ich richtig. Dafür muss ich einfach heute Nacht mal ein Testfoto machen, dass ich abschätzen kann, ob es so passt. Ja, und Blende, nehme wirklich die kleinste Zahl der Blende, in meinem Fall ist es die 2,8. Wenn ihr jetzt mit 3,4 fotografiert, werdet ihr nicht genügend Sterne zu sehen bekommen, deswegen nehmt die kleinstmögliche Blendenzahl, 2,8 oder 1,4 oder 1,8, was euer Objektiv hergibt. Nachdem die Blende, der manuelle Fokus gesetzt ist, ISO eingestellt ist, kann es eigentlich schon losgehen. Obwohl, nee, ich könnte euch noch empfehlen, stellt den internen Stabilisator der Kamera aus. Den braucht ihr nicht, die Kamera steht sowieso auf dem Stativ. Also was soll's, stellt den aus und so wird kein Wackler mehr an der Kamera passieren. Und ich freue mich schon auf heute Nacht, dann geht's weiter. Jetzt gibt's erstmal was zu Abendessen und dann schauen wir weiter nachher. Übrigens, die Hütte habe ich ja schon mal fotografiert, fällt mir ein, mal hier in der Nacht vor 2 Jahren. Da stand sie noch. Da wollte ich einfach mal so die Nachtfähigkeit meiner Kamera testen und habe ein Laserbild hingekriegt. Boah, die Stechmücken. Jetzt geht's aber echt heim. Jetzt ist es mitten in der Nacht, ich bin wieder am Start. Die Stechmücken sind auch da, leider. Ich weiß nicht, ob ich 2 Stunden durchhalte, um hier die Fotos zu machen, aber wir lassen uns überraschen. Ja, jetzt mache ich eigentlich nur noch eins. Ich richte die Kamera exakt aus und dann starte ich den Selbstauslöser und habe jetzt mal 270 Fotos eingestellt und mit den Fotos, falls die Linse auch nicht beschlägt, innerhalb der 270 kann man bestimmt ein geiles Star Trail Foto gestalten. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Gutes Augustiner dabei. Prost, Leute. Sau gut, ist nicht das letzte heute. Also meine Herausforderung heute ist wirklich diesen Himmelsnordpol, der eigentlich rechts in der Ecke über der Hütte erscheinen sollte, den auch richtig in Bild zu erfassen. Also die Fotopilz-App ist super hilfreich, die sagt mir schon ungefähr, wo das Ding ist, aber um diesen Himmelsnordpol drehen sich einfach alle Kreise, alle Sternkreise und ja, ich hoffe einfach, dass die gut sichtbar ist. Dann die andere Geschichte sind diese Nebelschwaden, die vielleicht sieht man die im Hintergrund hier in der Dunkelheit, die hier wirklich vom See über die Wiese drüber ziehen. Und ich habe da tatsächlich Angst, dass die Linse gleich beschlägt. Und dann sind noch die Geräusche hier echt krass. Also ich habe hier gerade Geräusche gehört. Boah. Vor 1-2 Wochen. Ja doch. Und die Geräusche sind echt krass. Ich habe hier letztens auch mal ein Wildschwein in der Nacht gesehen. Also da war ich im Auto, da war ich als safe, aber ich habe jetzt keinen Bock, dass das hier gerade vorbei rennt. Buh. Ja, und vom Workflow ist es dann so, wenn die Bilder alle im Kasten sind, werde ich die mir im Lightroom anschauen und die Bilder aussortieren, die jetzt zum Beispiel von Flugzeugen gestört sind. Also wenn ich rote Linien von Flugzeuglichtern oder auch Sternschnuppen sehe, die werde ich einfach löschen, das macht mir gar nichts. Und in der nächsten Software, die zeige ich euch dann auch, die setzt dann alle 270 Bilder zusammen in ein Foto. Und dann ist es eigentlich geschafft. Das Ganze ist keine Hexerei, aber es ist super zeitaufwendig. Ihr seht, man muss den Shot planen, man muss bestenfalls am Tag schon mal da sein und schauen, wo stellt man die Kamera auf, wo ist dieser Himmelsnordpol, um den sich alle Sterne drehen, da sich die Erde ja schön bewegt. Und dann hat man noch Wartezeit am Rechner, wenn alle Bilder zusammengesetzt werden. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, das auch auszuprobieren und ich halte jetzt noch ein bisschen durch. Geil, dass ihr eigentlich dabei seid. Wenn dich dieses Video jetzt neugierig auf Star Trails gemacht hat und du selber draußen im Feld bist und Fotos machst, poste die doch auf Instagram und tag mich. Mein Name ist Eichhornfilm, ganz easy. Ich bin echt gespannt, wie deine Fotos aussehen und freue mich auf Zuspruch und ja, auf Reaktionen, weil Interaktion auf YouTube oder Instagram macht einfach den Unterschied. Oh Scheiße, die Linse ist doch beschlagen. So, jetzt habt ihr es live mitbekommen. Das Foto ist nichts geworden, weil die Linse einfach zu sehr beschlagen ist. Schade, echt.
Schade, schade, schade. Ja, gestern im Feld, als ich die Fotos gemacht habe, war ich schon recht enttäuscht, als meine Linse beschlug, schon nach 70 Fotos, obwohl ich ja 270 eingestellt habe. Aber so läuft es. Ihr seht, wie schwierig es tatsächlich ist, so ein Foto zu erstellen. Aber es wäre kein Tutorial, wenn ich euch nicht zeigen würde, wie man mit dem, was man jetzt noch hat an 70 Fotos, doch ein StarTrail-Foto basteln kann. Also ich habe meine Fotos in Lightroom gezogen und ich zeige euch mal, wie diese Fotos aussehen. Die ersten schauen genauso aus, wie sie eigentlich aussehen sollen. Und dann scrolle ich hier mal einfach weiter auf Bild Nummer 70. Hier zum Beispiel könnt ihr jetzt ganz gut erkennen, wie der Nebel langsam aufzieht und ihr eigentlich kaum noch irgendwas von den Sternen oder der Hütte seht. Aber ich mache es jetzt mal so, dass ich die ersten Bilder, auf denen noch kein Nebel zu sehen ist, exportiere ich jetzt. Und diese exportiere ich als JPEG auf 100% Qualität, damit ich sie in meiner nächsten App zusammenfügen kann als schönes StarTrail-Bild. Nachdem ich die Fotos jetzt aus Lightroom heraus exportiert habe in einen Ordner, lade ich mir noch die Software herunter, die heißt StarStax. Die findet ihr für Mac-Systeme, StarStax. Und zwar sieht die so aus, zack, die installiert ihr auf dem Mac und schon kann es losgehen. Als nächstes öffnet ihr die App StarStax und zieht diese Bilder in die App einfach hinein. Ich zeige es euch, wie es funktioniert. StarStax, sie ist relativ simpel aufgebaut, total easy. Ihr geht hier auf Öffnen, sucht euch die Fotos. In dem Fall will ich alle haben, alle 70. Und jetzt erscheinen die Bilder schon hier. Ich habe hier einfach den Standardmodus Aufhellen hier so belassen. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch eins machen, auf den Knopf drücken. Und zwar auf Berechnen, Berechnung starten. Und schon macht die Software alles allein. Ja, die Software rechnet ca. 2 Minuten hier in meinem Rechner und dann sind alle 70 Fotos zu einem schönen zusammengefügt. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren. Wenn ihr das Video cool fandet, abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Ich freue mich über jede Interaktion und sage Servus, euer Sigi.